Frau Präsidentin, Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich herzlich für diese freundliche Einladung, zu Ihnen zum Thema Rechtfertigung zu sprechen. Es ist natürlich für einen evangelischen Theologen eine besondere Freude, an diesem Tag zur Synode seiner Landeskirche über die Lehre zu reden, die nach Luther die Sonne, der Tag, das Licht der Kirche und des ganzen Glaubens ist. Ich habe versucht, meinen Vortrag in einer Reihe von Thesen zusammenzufassen, die den Synodalen, so wurde mir gesagt, elektronisch vorliegen und sie mitverfolgen können und den Gästen der Synode in einer ausgedruckten Form. Und ich fange gleich an. Teil 1, unter Rechtfertigungsdruck. Erste These. In unserer Lebenswelt sind wir mit einem dauernden und allgegenwärtigen Rechtfertigungsdruck konfrontiert. Weil alles Gegenstand der Wahl ist, so wird uns vorgehalten, ist auch alles rechtfertigungsbedürftig. Das Handeln und seine Resultate, Überzeugungen und Meinungen, Lebensformen, Aussehen, alles, was das Dasein und So-Sein umfasst. Im Eingehen auf diese umfassenden Rechtfertigungsforderungen verbirgt sich eine unstillbare Sehnsucht nach Anerkennung. Hintergrund des Rechtfertigungsdrucks ist ein Menschenbild, das den Menschen als Mängelwesen und als Rivalen im Wettbewerb und um Anerkennung versteht. Die Allgegenwart visueller Kommunikationsmedien rückt die Selbstpräsentation in den Vordergrund und macht alles andere zur Kulisse individueller Selbstinszenierung. Das Lebensgefühl, in einer Weltrisikogesellschaft zu leben, das ist ein Ausdruck des verstorbenen Soziologen Ulrich Beck, gibt der Rechtfertigung eine apokalyptische Dringlichkeit, die Parallelen zur Gerichtsangst des Spätmittelalters aufweist. Die reformatorischen Kirchen sind ihrer grundlegenden Lehre nicht immer treu gewesen. So wurde zum Beispiel schon auf der 4. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 1963 in Helsinki überlegt, ob man nicht die Rechtfertigungslehre anders aussagen müsse, ob nicht andere Fragestellungen vielmehr im Zentrum des gelebten Christentums der 60er Jahre stehen würden. Unter Leitung des hannoverschen Landesbischofs Hans Lilje wurde überlegt, ob nicht die Existenz Gottes die zentrale Frage sei, ob nicht die Sinnfrage die Frage sei, die die Rechtfertigung ersetzen, ergänzen, neu formulieren könnte. In den folgenden Diskussionen kam der Rechtfertigungslehre Hilfe von unerwarteter Seite zu, so zum Beispiel von dem Philosophen Odo Marquardt, der einen Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel Rechtfertigung, Bemerkungen zum Interesse der Philosophen an der Theologie. Und in diesem Aufsatz die These entwickelt, dass seitdem das Theodizee-Problem, die Frage der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leidens der Welt, nicht mehr der Gegenstand der allgemeinen philosophischen Bemühungen ist, sondern die Frage der Anthropodizee, der Rechtfertigung des Menschen im Vordergrund steht, dass seitdem unsere Lebenswelt unter einer Übertribunalisierung leidet. Wir stehen ständig vor unterschiedlichen Tribunalen, die wir bedienen müssen mit unseren Selbstrechtfertigungen. Das Zeitalter des Verlustes der Gnade ist das Zeitalter der dauernden Rechtfertigungsforderungen. Wir können das sehr schnell verifizieren, wenn wir uns eine Reihe von Fragen stellen. Gehen Sie zur Kirche? Gehen Sie ins Fitnessstudio? In welcher Lebensform leben Sie? Haben Sie Kinder? Haben Sie keine Kinder? Fahren Sie Auto? Fahren Sie einen Diesel? Sind Sie möglicherweise sogar ein Freund des Diesels? Sie merken, der Rechtfertigungsdruck springt in uns sofort an. Und wenn wir die Fragen noch etwas verschärfen und fragen, warum haben Sie das Gewicht, das Sie haben? Merken wir, dass die Rechtfertigungsnotwendigkeiten sehr persönlich werden können.
Dieser dauernde Rechtfertigungsdruck umfasst alle Lebensbereiche. Und wir sind jederzeit bereit, Rechtfertigungen vorzustellen, mit denen wir unser Handeln, unser So-Sein, unsere Lebensform in irgendeiner Weise in ein gutes Licht rücken können und damit uns der Anerkennung von anderen Menschen versichern können. Das ist es nämlich, was unsere Bereitschaft, diese Rechtfertigungsfragen zu bedienen, jederzeit antreibt, das Bemühen um Anerkennung, die Notwendigkeit, die Sehnsucht, Anerkennung vor anderen zu gewinnen. Allerdings ist diese Sehnsucht nach Anerkennung nicht unproblematisch. Denn es zeigt sich in ihr auch das Bemühen, dass wir permanent uns selbst als Mängelwesen verstehen, das sich im Wettbewerb um Anerkennung, um eine knappe Ressource der Anerkennung gegenüber anderen durchsetzen muss. Sodass auch in unseren Anerkennungsstreitigkeiten es stets Gewinner und Verlierer gibt. Es ist ziemlich klar, dass wir es mit diesem Rechtfertigungsdruck zu tun haben, um die Schattenseite des neuzeitlichen Verständnisses des Menschen als eines Freiheitswesens, das permanent wählt. Nicht nur wählt zwischen unterschiedlichen Handlungsoptionen, sondern auch wählt zwischen unterschiedlichen Formen des Wollens und dann schließlich sich selbst wählen muss, als den, der will zu wählen, wonach er handelt. Das erzeugt den Optionsstress, mit dem wir Tag für Tag umgehen. Allerdings, wenn wir für alle unsere Wahlen jederzeit auch zuständig sind und verantwortlich sind, dann müssen wir sie auch zu jeder Zeit rechtfertigen können. Mir scheint, dass die Allgegenwart visueller Kommunikationsmedien, sogar bei der Synode, diese Wettbewerb um Anerkennung und damit die Selbstpräsentation, die in den Vordergrund rückt, noch dringlicher gemacht hat. Und wir es damit erleben, dass die Selbstrechtfertigung und Selbstpräsentation so sehr in den Vordergrund rückt, dass alles andere nur zur Kulisse unserer Selbstinszenierung dient. Sie haben wahrscheinlich alle geschmunzelt über Gruppen von Touristen, vielleicht waren Sie auch selbst darunter, wenn ja, bitte rechtfertigen Sie sich, die nicht zugewandt dem Baudenkmal stehen, sondern umgekehrt ein Selfie machen, auf dem Sie selbst drauf sind, unter Petersdom oder Ähnliches. Das ist die Notwendigkeit zur Selbstpräsentation, in der wir jederzeit im richtigen Licht erscheinen wollen. Nun hat dieser Rechtfertigungsdruck auch seine Seiten, die man leicht ironisieren kann. Er hat allerdings auch ein gewisses apokalyptisches Gefälle, gerade in allen Fragen, die die Umwelt angehen. Unsere Beteiligung, passiv und aktiv, an der ökologischen Fragestellung macht uns deutlich, wir leben in einer Weltrisikogesellschaft und unsere ganz persönlichen Entscheidungen tragen dazu bei, in welche Zukunft diese Gesellschaft geht. Wir brauchen die Fragen nur etwas auszuweiten. Wo kaufen Sie ein? Woher kommt Ihre Kleidung? Und schon merken wir, dass wir in einem Zusammenhang sind, in dem der Druck steigt, weil deutlich ist, in irgendeiner Weise tragen wir dazu bei, dass unsere Gesellschaft, eingebettet in die globale Gesellschaft, sich in einer permanenten Krisensituation befindet. Dieses ist meines Erachtens eine Verwandtschaft unserer Zeit zu der Zeit des Spätmittelalters. Als die Sehnsucht nach Rechtfertigung nur nicht vor den anderen und nicht vor den Medien, sondern vor dem allmächtigen Richter die Situation in unseren Städten bestimmte und Geißlerzüge durch die Städte zogen, um klarzumachen, es geht darum, dass wir im richtigen Stand der Gnade angetroffen werden, wenn wir vor den ewigen Richter treten. Die Anspannung, es geht bei unserer Rechtfertigung um eigentlich Letztgültiges. Das ist es, was den Rechtfertigungsdruck unserer Zeit mit der des Spätmittelalters verbindet. Und die war der Hintergrund für die Reformation Martin Luthers. Zweite These. Wenn der Himmel leer erscheint, beginnt auf Erden der Götzendienst. Wo es keine Instanz gibt, die unser Leben gut spricht, keine Instanz, die unverfügbar Gerechtigkeit und Wahrheit realisiert und Anerkennung gewährt, werden scheinbar verfügbare irdische Größen zu Garanten des Heils. Götzendienst entsteht dort, wo endliche Größen zum Gegenstand unendlicher Aufmerksamkeit
und unbegrenzter Erwartungen werden. Als Beziehungswesen, die auf einen Halt und eine sinngebende Beziehung außerhalb ihrer selbst angewiesen sind, sind Menschen zum Götzendienst verführbar. Götzen versprechen Anerkennung und somit eine Erleichterung des Rechtfertigungsdrucks und verschärfen doch zugleich den anthropologischen Grundsatz, dass der Mensch ist, was er tut. Die reformatorische Rechtfertigungsbotschaft wird daran gemessen werden, ob sie vom Rechtfertigungsdruck befreit und ob sie zeigen kann, dass der Glaube an den wahren Gott die wirksamste Form der Götzenkritik ist. Sie baut darauf, dass das Credo der Rechtfertigungslogik, der Mensch ist das Projekt seines Handelns und muss sich seine Anerkennung verdienen und erkämpfen, durch die Zusage der schöpferischen Gerechtigkeit Gottes entkräftet wird. Das Bewusstsein unserer Gesellschaft ist weitgehend davon bestimmt, dass die Anerkennung gewährenden Größen nicht mehr der transzendente, allmächtige Gott sind, sondern dass es sich um sehr irdische Größen handelt. Und um diese irdischen Größen buhlen wir, ja, wir sind sogar bereit, ihnen in einer Haltung gegenüberzutreten, die sie als endliche Größen zu Größen von unendlicher Bedeutsamkeit entfaltet. Es gibt viele solcher Größen, über die wir dann auch reden, als seien sie lebendige Größen, lebendige Entitäten. Dabei handelt es sich in der Regel einfach nur um Interaktionsmechanismen. Haben Sie einmal bemerkt, wie über den Markt geredet wird in unseren Nachrichtensendungen? Die Märkte werden nervös. Auf diese Stellungnahme des amerikanischen Präsidenten reagierten die Märkte undeutlich. Der Handelstag an den Börsen zeigte Optimismus. Merken wir noch, was wir sagen? Und merken wir noch, was wir hören, ohne dass wir anfangen, entweder laut zu lachen oder zu denken, habt ihr sie noch alle? Märkte nervös werden? Diese hochkomplexen Interaktionsmechanismen, die durch High-Frequency-Trading funktionieren, von Computern bewältigt werden, die uns dann auch in die entsprechenden Krisen stürzen, nervös? Und irgendwie scheint es ja doch so, als würde die Nervosität der Märkte viele Menschen auch nervös machen. Man braucht nur einmal die Eröffnung der New Yorker Börse anzuschauen, dann sieht man, ja, hier gibt es eine Liturgie. Und diese Liturgie ist eine hochgottheitliche Verehrung, deswegen, weil offensichtlich viele Menschen vom Markt nicht nur ihr wirtschaftliches Wohl, sondern sogar noch mehr erwarten, nämlich Anerkennung. Und möglicherweise sogar das Überdauern ihres Namens in anderen Zeiten und in anderen Zusammenhängen. Warum ist der Mensch so anfällig für den Götzendienst? Calvin hat vom menschlichen Herzen als einer Götzenfabrik gesprochen. Und man kann das wahrscheinlich darauf zurückführen, dass der Mensch in seiner Verfassung ein Beziehungswesen ist, das seine Mitte nicht in sich selbst findet, sondern darauf angewiesen ist, in einer anderen Beziehung Orientierung und Halt zu gewinnen. Worauf du nun dein Herz hängst, das ist nun dein Gott, sagt Martin Luther in der Erklärung zum ersten Gebot im Großen Katechismus. Und hieran können wir sehen, das ist es konkret, woran wir unser Herz hängen und worauf wir Anstrengungen investieren, nicht nur auf den Markt. Auch für unsere persönliche Entscheidung, für unsere Gesundheit, für unser Fitbleiben im Alter und Ähnliches. Der anthropologische Grundsatz, der dahinter steht, ist aber höchst problematisch. Denn er lautet, der Mensch ist das, was er tut. Der Mensch ist definiert durch seine Fähigkeiten und seine Unfähigkeiten. Und sobald wir diese Definition übernehmen, die dem Götzendienst zugrunde liegt, weil der Götzendienst dadurch seine Attraktion hat, dass er uns als Mängelwesen versteht, die in der Lage sind, ihren Mangel zu beheben. Und zwar durch eigene Tätigkeit, durch geschickte Teilnahme am Interaktionsmechanismus der Börse, durch intensives, schmerzhaftes Trainieren im Fitnessstudio werden wir etwas anderes, indem wir etwas Sinnvolles, so denken wir, für uns tun. Das ist die Verschärfungssituation, in der die Rechtfertigungsbotschaft heute sich
konfrontiert sieht mit einer Situation, in der die Kritik des Götzendienstes durch den Glauben an den wahren Gott eine zentrale Aufgabe der Kirche geworden ist. Und so muss sich dann die Rechtfertigungsbotschaft daran messen lassen, ob sie in der Lage ist, diesen sich ständig steigernden Druck zu entspannen und die Grundlagen, warum der Druck permanent erhöht wird, in Frage zu stellen, nämlich genau diese Definition, dass der Mensch das ist, was er tut. Nun, zweiter Teil, die reformatorische Entdeckung, Gottes schöpferische Gerechtigkeit. Dritte These. Für Martin Luther ist der Rechtfertigungsartikel Lehrer und Fürst, Herr, Leiter und Richter über alle Arten von Lehren. Die Entdeckung des Sinns des Ausdrucks Gerechtigkeit Gottes aus dem Römerbrief des Apostels Paulus als der schöpferischen Gerechtigkeit hat Luther als Erschließungserfahrung, als Offenbarung im Umgang mit dem Text des Römerbriefs beschrieben, als Erfahrung einer Neugeburt ins Paradies. An die Stelle des Bildes von Gott als dem die Sünder strafenden Richter tritt das Bild der schöpferischen Gerechtigkeit Gottes. Luther, durch das Evangelium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und zwar die passive, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Dieses Verständnis der Gerechtigkeit wird in zwei Einsichten zusammengefasst, die sich beide in Luthers großem theologischen Hauptwerk über den gebundenen Willen finden. Einerseits die Unterscheidung, wiederum Luther, zwischen der Macht Gottes und unserer, zwischen dem Werk Gottes und unserem, und andererseits die durchaus schwierige Einsicht, dass Gott nichts zufällig vorherweiß, sondern dass er alles mit unwandelbarem, ewigem und unfehlbarem Willen vorhersieht, beschließt und ausführt. Die Unterscheidung zwischen der schöpferischen Macht Gottes und unserem Geschöpfsein, das dem nichts ausgeliefert ist, wenn es nicht durch die Macht Gottes ins Sein gerufen und im Sein erhalten wird, tritt an die Stelle der Unterscheidungen zwischen Natur und Gnade, Vernunft und Offenbarung, menschlicher Freiheitsbegabung und göttlicher Gnadenhilfe. Darum ist für Luther der Glaube keine Tugend, denn Tugenden setzen ja schon Handlungsfähigkeit voraus. Als Gewissheit über die Wahrheit der Christusbotschaft, die das radikale Sich-Verlassen auf Gottes schöpferische Gnade möglich macht, schafft der Gnade, der Glaube, die Handlungsfähigkeit des Menschen allererst. Der Mensch ist das vertrauende Tier. Und der Glaube ist das radikale Vertrauen auf den Gott, der als einziger sein Wesen darin hat, dass er seine eigene Zukunft ist. Es lohnt sich immer wieder, die Beschreibung, die Luther in der Vorrede zum ersten Band seiner lateinischen Werke, die 1545, ein Jahr vor seinem Tod, publiziert wurden, gegeben hat von der Entdeckung des schöpferischen Wesens der Gerechtigkeit. Weil er dort beschreibt, wie er immer wieder neu sich auseinandersetzte mit der Stelle im Römerbrief, wo es heißt, und darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und wie ist diese Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, wenn Gott denn ein fordernder Gott ist und die Forderung Gottes, die er durch den Dekalog an alle Menschen richtet, durch Christus noch verschärft wird? Denn das Evangelium ist ja schließlich nach dem mittelalterlichen Verständnis die Lex Christi, das neue Gesetz, das uns nochmal in neuer Weise in Verantwortung nimmt. Und Luther beschreibt die Entdeckung, dass die Gerechtigkeit nicht zu verstehen ist, also eine Gerechtigkeit, die wir vor Gott erbringen müssten. Der Mensch ist das, was er tut. Sondern als die Gerechtigkeit, die Gott als schöpferische Gerechtigkeit uns schenkt. Und dann beschreibt er nicht nur, dass er durch diese Einsicht wie durch geöffnete Tore ins Paradies ging, sondern dass er sogleich die gesamte Bibel durchging und alle anderen Zentralbegriffe überprüfte. Kraft Gottes, die Kraft, die uns Gott kräftig macht, mächtig macht, befähigt. Weisheit Gottes, die Weisheit, durch die Gott uns weise macht. Gottes Eigenschaften sind kommunikative Eigenschaften, die er uns mitteilt.
die uns aber auch deswegen mitteilen muss, weil wir ohne diese schöpferische Eigenschaft Gottes, ohne seine schöpferische Beziehung zu uns gar nichts sind. Deswegen hat Luther diese Einsicht expliziert in den Unterscheidungen, die ich als nächstes genannt habe. Der Unterscheidung zwischen der Macht Gottes und unserer Macht, dem Werk Gottes und unserem Werk und schließlich die Einsicht, dass Gott nichts zufällig vorherweiß, sondern alles mit Notwendigkeit vorherweiß, sieht und ausführt. Zunächst einmal müssen wir bemerken, dass Luther diese Distinktionen aus der Bibel gewinnt. Er geht auf die Bibel zurück in dem Bemühen, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, weil die Bibel der Quellgrund der Tradition ist. Und weil wir aus der Bibel selbst als dem Urzeugnis von Gottes Offenbarung und Israel in Jesus Christus und in der christlichen Gemeinde die Impulse rekonstruieren können, die zur Traditionsbildung geführt haben. Deswegen ist die Bibel sowohl die Begründung der Tradition, alle Tradition ist Schriftauslegung, als auch die Kritik der Tradition. Und dieses traditionskritische Element ist es dann, das sich bei Luther durchsetzt, wo er versteht, Gerechtigkeit Gottes ist die Gerechtigkeit, durch die uns Gott seine Gerechtigkeit schenkt, an seiner Gerechtigkeit teilnehmen lässt. Es ist schon wichtig, dass man diese Einsicht in den schöpferischen Charakter der Gerechtigkeit Gottes richtig würdigen kann, auch im Zusammenhang des Reformationsgedenkens, weil sich daran entscheidet, wie wir die Reformation eigentlich bestimmen wollen. Ist sie eine wichtige, folgenträchtige Modifikation der spätmittelalterlichen Theologie oder ist sie eine Innovation, die aus ihrer Folgegeschichte zu verstehen ist? Im Streit der Kirchenhistoriker wird auf der einen Seite die Vorgeschichte zum Schlüssel des Verständnisses der Reformation und auf der anderen Seite die Nachgeschichte zum Schlüssel des Verständnisses der Reformation, meistens unter Aspekten, die die Nachgeschichte unter den Begriff des allzu oft benutzten Begriffes der Freiheit stellen. Meines Erachtens kann man den Charakter der Reformation nur dann richtig beschreiben, wenn man sie als Rekonfiguration, als Rekonstellation durchaus bekannter Größen sieht, aber jetzt plötzlich in neuer Gestalt und mit neuer Autorität. Wenn an der Bibel entdeckt werden kann, dass die Gerechtigkeit eine schöpferische ist, dann ist auch klar, dass Gottes Handeln kategorial zu unterscheiden ist von allem menschlichen Handeln. Und dann fallen die Kooperationsmodelle, mit denen die mittelalterliche Theologie arbeitet, aus. Dann ist es nicht mehr so, dass man sagen kann, dass das schwache menschliche Handeln nun von Gott durch die Gnade so vervollkommnet wird, so aufgepowert wird, dass es schließlich doch noch etwas beitragen kann zur Gerechtigkeit des Menschen. Dann ist es nicht so, dass die Offenbarung die schwache menschliche Vernunft unterstützt und dann schließlich zur wahren Erkenntnis führt. Umgekehrt ist es so, die schöpferische Gerechtigkeit Gottes ist notwendig, damit wir überhaupt gerecht sind, weil diese schöpferische Gerechtigkeit Gottes erklärt, warum wir überhaupt sind von Gnaden Gottes. Es geht also nicht um das mehr oder weniger der göttlichen Gnade, der Natur und der Gnadenhilfe, die Gott gibt, sondern um das ganz grundsätzliche Sein oder Nichtsein der menschlichen Geschöpfe. Darum redet Luther immer wieder davon, dass Gott in den Tod führt und wieder heraus und so neues Leben schenkt. Unsere Gerechtigkeit ist die schöpferische Gerechtigkeit, das neue Leben, das wir in Christus zugeeignet bekommen. Und hier werden jetzt die bekannten Größen, die Bibel, die Tradition, die Theologie der Väter, die Philosophie in eine neue Konstellation gebracht, rekonfiguriert und ganz bezogen auf die Unterscheidung zwischen Gottes Handeln und dem Handeln der Menschen und auf die Einsicht, dass wenn das menschliche Handeln gar nichts beitragen kann dazu, dass das Leben des Menschen gut geheißen werden kann, letztgültig anerkannt werden kann, dann dem Menschen überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als sich zu bergen in der Gerechtigkeit Gottes, seine Zuflucht zu suchen in dem Gott, der allein sein Wesen darin hat, dass er
als einziges Wesen seine eigene Zukunft ist und dass deswegen seine Verheißungen gültig sind, wo unsere Verheißungen und Versprechen längst versagen. Jedes Versprechen, das ich Ihnen geben könnte, steht unter enormen Vorbehalten. Zum Beispiel dem, dass es auch sein könnte, dass ich morgen nicht mehr bin, um mein Versprechen einzulösen. Ganz abgesehen von meiner sonstigen Schwächen und Schwierigkeiten, die ich haben mag dabei. Gottes Versprechen, und das ist das Wesen Gottes, gilt, weil Gott seine eigene Zukunft ist. Luther hat das wunderbar erklärt im Zusammenhang des Gottesnamens: Ich werde sein, der ich sein werde. Eje, Asher, Eje. Und er sagt dazu in einer seiner Wochenpredigten zum zweiten Buch Mose: Das kann keine Kreatur sagen. Ich werde sein, der ich sein werde. Was wir sagen können, das ist nur: Ich vergehe, ich fahre dahin. Ich werde bestimmt auf lange Sicht nicht sein. Und nun fährt er fort: Das ist aber das Wesen Gottes. Und dann: Wesen non habet creatura. Ein Wesen in diesem Sinne hat die Kreatur nicht, sondern allein Gott. Und deswegen kann Gott sagen: Ich werde sein. Gott ist die Zukunft, in der wir uns bergen können. Und deswegen: Per fidem puram, durch den reinen Glauben, hänge dich an mich, das ist deine Zukunft. Gott, unsere Zukunft, unser Glaube, die Teilhabe an dieser Zukunft. Vierte These: Mit der Unterscheidung zwischen Gottes schöpferischem Wesen und unserer radikalen Geschöpflichkeit wird der Ernst der Entfremdung der Menschen von Gott prägnant hervorgehoben. Indem sie nicht dem Wort Gottes trauen, sondern, wie Luther es in der Genesis-Vorlesung erklärt, der Predigt des Versuchers, der Predigt der Schlange im Paradies, verstehen die Menschen ihr radikal geschöpfliches Dasein als schöpferisches und so gottgleiches Dasein und negieren so die Bedingung ihrer Existenz. Durch den Aufstand gegen ihre Geschöpflichkeit deplatzieren sich die Menschen im Verhältnis zu Gott, dem Schöpfer, verfallen dem Nichts und werden nur durch die schöpferische Gnade Gottes im Leben erhalten. Die Sünde erscheint darum für die Reformation nicht als ein reparierbarer Defekt, der einen intakten Rest voraussetzt, an den Gottes Gnade anknüpfen kann, sondern als Verfallenheit an die Macht des Todes, aus der nur Gott retten kann. Die radikale Bedingungslosigkeit der Rechtfertigung ist darin begründet, dass der Sünder nichts zu seinem Heil beitragen kann, weil er selbst nichts ist. Gott bewahrt den in sich verlorenen Sünder, indem er ihn im Dasein erhält und so seinem schöpferischen Gemeinschaftswillen zur Vollendung seiner Gemeinschaft mit seiner Schöpfung treu bleibt. Die Zurechtbringung der gestörten Gottesbeziehungen des Menschen geschieht durch die endgültige Reluzierung, das wieder einen Platzgewinnen des Menschen in der Beziehung zu Gott durch die Teilhabe an Tod und Auferweckung Jesu Christi, durch die die gerechtfertigten Sünder im Geist Gottes an der Sohnesbeziehung Jesu Christi als Töchter und Söhne Gottes des Vaters teilhaben. Man muss schon sagen, in Bezug auf die Sünde erspart uns die Reformation nichts. Denn sie ist nicht als ein reparierbarer Defekt gesehen, wo es vielleicht noch einen Rest gäbe, den man wieder neu in Stand bringen könnte und auf die Art und Weise ein Instrument zur Kooperation mit Gott zur Verfügung hätte. Der TÜV-Bericht über den Sünder ist negativ in allen Punkten. Es bleibt nichts übrig, denn das, was des Menschen Würde ist, dass er Geschöpf ist und damit von Gott im Sein erhalten wird, von Gott als sein Bundes- und Gesprächspartner gesucht wird, fällt in dem Moment weg, wo der Mensch, das ist die Urszene der menschlichen Einsicht im Paradies, auf die Stimme der Schlange hört. Und die Schlange predigt. Die Schlange präsentiert eine andere Verheißung, nämlich die Verheißung: Ihr werdet sein wie Gott.
Wer gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Verheißungen des Marktes und den Verheißungen der Schlange meint entdecken zu können, liegt meines Erachtens nicht ganz falsch. Denn hier wird dem Menschen etwas zugetraut, was weit über ihn hinausweist, indem er selbst nicht mehr auf die Beziehung zu Gott angewiesen ist, weil er selbst die Selbstständigkeit seines Daseins garantieren kann. Nur dass dieses ein rein fiktives Unternehmen ist, ein Aufstand gegen die Geschöpflichkeit des Menschen und der Mensch dadurch ins Nichts fällt. Nicht in einen Zustand, in dem ihm noch aufgeholfen werden könnte. Für den Menschen, der gefallen ist, für uns, gibt es keinen barmherzigen Samariter, der nur unsere Wunden verbinden könnte. Sondern es ist notwendig, dass wir erneut teilhaben können am Leben des Gottes, der unser Schöpfer ist. Und damit erneut einen Platz gewinnen in der Beziehung zu Gott, den Platz Jesu Christi, der selbst diesen Durchgang durch den Tod zum neuen Leben durchgemacht hat. Und wenn wir deswegen in der Taufe in den Tod Jesu Christi und damit in seine Auferstehung getauft werden, Römer 6, dann ist das die Gewinnung unseres neuen Platzes bei Gott. Ein Platz, der nicht mehr in Frage steht, weil er von Gott gewährt und ewig ist. Und daran können wir sehen, dass Gott an seiner Selbstbestimmung in der Schöpfung festhält. Dass Gott nicht anders sein will als mit seiner geliebten und begnadeten Schöpfung. Dass Gott nicht anders sein Ziel erreichen will als mit uns. Und das ist genau das, was wir auf der Basis des Rechtfertigungsglaubens jederzeit als Auskunft schuldig sind. Vor allen Dingen dann, wenn es darauf ankommt, an den Gräbern. Wenn es darum geht, dass unser Dasein wirklich nichts ist und wir alle das erfahren durch die Lücke, die gerissen wird in das Netzwerk unserer Beziehungen. Und dann sich darauf verlassen können, dass Gott seine Zukunft nicht haben will, ohne den verstorbenen Menschen, den wir hier zu Grabe tragen. Das ist die Radikalität der Rechtfertigungsbotschaft. Das ist diese Radikalität, die sagt, es geht um das Neugeschaffenwerden zu neuem Sein und damit um die Teilhaftigkeit am ewigen Leben. Dritter Teil, kommunizierte Gerechtigkeit, der Platzwechsel Christi mit uns, fünfte These. Die schöpferische Gerechtigkeit Gottes verwirklicht sich als erlösende, von der Macht des Todes befreiende Gerechtigkeit, indem Jesus Christus den Platz mit uns tauscht, unseren Platz als Sünder einnimmt und uns an seinen Platz zieht. Luther formuliert das im Bild der Brautmystik als Hochzeit zwischen der Seele und ihrem Bräutigam Christus. Denn was Christus hat, das ist der gläubigen Seele eigen. Was die Seele hat, wird Christus eigen, so schreibt er in der Freiheitsschrift. So hat Christus alle Güter und Seligkeit, die sind der Seele eigen, so hat die Seele alle Untugend und Sünde auf sich, die werden Christus eigen. Diese fröhliche Hochzeit ist für Luther ein Platzwechsel und ein Tausch, der durch Gottes Wort zugesagt im Glauben vollzogen wird. Sie ist darum weder die bloße Gerechtsprechung des Sünders als ein proklamatorischer Akt, noch seine Gerechtmachung als ein ohne Glauben am Sünder vollzogene substanzielle Transformation. Die in Christus zugesprochene und zugeeignete Gottesbeziehung ist die kommunikative Präsenz Christi und aller seiner Güter im Glaubenden, die den Glaubenden, der nur außerhalb seiner selbst bei sich selbst ist, sogleich über sich selbst hinaus in die Liebe an den Nächsten verweist. Christen leben im Glauben eine exzentrische Existenz. Sie haben ihre Mitte nicht in sich selbst, sondern ihre Mitte in der Beziehung zu dem Gott, der ihnen schöpferisches Leben gewährt und der sogar unser Sündersein im Dasein erhalten hat. Also unserem Widerspruch gegen Gott eine Zukunft geschenkt hat, die über diesen Widerspruch hinausweist. Exzentrische Existenz, die Mitte nicht in uns selbst. Jedes Mal, wenn Sie bei Meditationsübungen jetzt aufgefordert werden, den Ton zu summen, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Mitte zu finden,
dürfen Sie jeden Ton summen, den Sie mögen, denn den Ton, der Ihre Mitte gibt, den werden Sie nicht finden. Die Mitte liegt außen. Die Mitte ist außerhalb unserer selbst. Das war die Einsicht des Paulus. Also leben nicht wir, sondern Christus in uns. Und das ist die Grundbeziehung des menschlichen Lebens, der menschlichen Existenz. Und das ist auch die Grundbeziehung, die der Mensch als in sich selbst nicht zentriertes Beziehungswesen in allen Hinsichten hat, die insofern sich auch in der Realität des Götzendienstes spiegelt. Und nun ist das Entscheidende der christlichen Botschaft, dass Gott unseren Platz in der Gottesferne, in der Entfremdung von Gott, im freien Fall ins Nichts, aufsucht in Jesus Christus und uns teilhaben lässt an seiner Gerechtigkeit, an seinem Leben, die nicht unsere eigene ist, sondern die uns frei geschenkte ist und uns damit Leben ermöglicht. Die in Christus uns zugesprochene und zugeeignete Gottesbeziehung ist die kommunikative Präsenz Christi bei uns und mit uns. Und sie hat nur darin ihren Halt. Die Mitte, die außen ist, kommt uns ganz nahe und wird zu unserer Mitte. Wenn die lutherische Theologie darin recht hat, dann bedeutet das, dass wir ernst machen müssen, dass all unsere Gegenwart Gottes Gegenwart ist und all unsere Gegenwart Christus Gegenwart ist. Gott also nicht jenseits der Horizonte unseres menschlichen Tuns, sondern in jedem menschlichen Akt präsent ist. Und Christus jederzeit uns umgibt mit seiner Gegenwart, die nur ausgewiesen wird durch die Worte der Einsetzung beim Abendmahl oder durch das Wort der Verkündigung. Das ist, meine ich, eine Revolution im Gottesbild, die wir immer noch neu und immer wieder neu nachvollziehen müssen. Luther hat das in radikaler Weise getan, indem er den christlichen Glauben befreit von den Größenprojektionen des Gottesbildes. Gott nur jenseits von allem, immer größer. Deus semper major, hat Ignatius von Loyola gesagt und richtig gesagt. Luther ergänzt, Gott ist nicht nur größer als alles, Gott ist auch kleiner als alles. Wenn es die größte Länge gibt, dann ist Gott noch länger. Und wenn es die kürzeste Kürze gibt, dann ist Gott noch kürzer. Das ist das Geheimnis der Gottespräsenz, in der wir sind und die wir nicht transzendieren, indem wir uns von uns entfernen, sondern die wir als unsere Lebensumgebung, das Werden, in dem sich unser geschöpfliches Leben vollzieht, sehen. Sechstens, aus all dem ergibt sich die Folgerung, dass ein Christenmensch nicht in sich selbst lebt, sondern in Christus und seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt er über sich in Gott. Aus Gott fährt er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und in göttlicher Liebe. Das ist die Konsequenz, die Luther aus dieser exzentrischen Existenz des Glaubens zieht. Und wir müssen schon daran festhalten, der Mensch ist das glaubende Tier. Christsein ist keine Sonderform menschlicher Existenz, sondern versteht sich nur dann richtig, wenn es die exemplarische Realisierung des Menschseins ist. Für weniger ist das Christsein nicht zu haben. Es ist nichts anderes als Menschsein. Aber im Menschsein, im Zustand der Befreiung davon, sich selbst beweisen zu müssen durch das, was es tut. Und wenn der Christ nun in Gott fährt, also seine Gegenwart in Gott findet, sich in Gott birgt, sich an Gott anlehnt, da wo sein Dasein ihn selbst nicht trägt, dann wird er gleichzeitig auf den Nächsten gewiesen, in der Liebe. Der Nächste, der bedürftige Nächste, ist für Luther der ausgezeichnete Ort der Christuspräsenz. Wenn wir fragen, wo ist Christus, dann müssen wir immer auf den Nächsten in seiner Not verweisen, weil für den gekreuzigten Auferstandenen das die ausgezeichnete Form seiner Präsenz ist. Und damit ist es allein schon die Not unseres Mitmenschen, die uns motiviert, einzutreten in die Bewegung der Liebe Gottes zum Menschen und damit uns in Barmherzigkeit dem Nächsten
zuzuwenden. Gottes Gerechtigkeit ist schöpferische Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist erlösende, befreiende Gerechtigkeit. Nun vierter Teil, Heilsgewissheit als Wahrheitsgewissheit des Glaubens. Siebte These. Für Luther ist die effektive Gerechtsprechung der Sünde, der bis zu seinem Tod von der Sünde gezeichnet bleibt, die bis zu ihrem Tod von der Sünde gezeichnet bleiben, das endgültige, unüberholbare Urteil über die Sünder, das auch im jüngsten Gericht keiner Revision unterliegt. Wenngleich dieses die endgültige Offenbarung der Wahrheit über die Werke der gerechtfertigten Sünder ist. Christenmenschen können ihres Heils gewiss sein, weil es in Gottes schöpferischer Gerechtigkeit begründet, durch Christi erlösende Gerechtigkeit verwirklicht ist und uns im Heiligen Geist gewissmachend zugeeignet wird. Auch hier gilt das radikale sich verlassen auf Gottes schöpferisches Handeln. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Luthers Erklärung zum dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses im kleinen Katechismus macht nicht nur deutlich, dass diese Gewissheit, wie alle unsere Gewissheiten, nicht aktiv von uns, sondern passiv für uns konstituiert wird, sondern hebt auch hervor, dass das Gerechtfertigtwerden zugleich die Eingliederung in die Gemeinschaft der Heiligen ist. Die personale Heilsgewissheit ist verleiblicht in der kirchlichen Gemeinschaft, die in allen Dimensionen ihres Lebens Zeugnisgemeinschaft für die Rechtfertigungsbotschaft ist. Was hier deutlich wird, ist, dass Luther der Auffassung ist, dass die Christuspräsenz uns in besonderer Weise neu gewiss gemacht wird, indem sie die Gewissheiten, aus denen wir leben, neu strukturiert, rekonfiguriert, neu konstelliert. Diese Gewissheiten sind viele, aber sie wird jetzt davon getragen, dass unser ganzes Dasein getragen ist von der schöpferischen und erlösenden Gerechtigkeit Jesu Christi. Nicht aus eigener Kraft noch Vernunft, aber aus der Kraft, die Gott uns schenkt. Nicht aus eigener Vernunft, aber durch die erschlossene Einsicht, die Gott uns gewährt, bringt uns Christus zu sich selbst, wo wir aufgrund unserer eigenen Kräfte nicht zu ihm kommen können. Ich halte es immer noch für ziemlich revolutionär und auch für ziemlich protestantismuskritisch, wenn Luther fortführt und dieses bei mir tut, gleich wie er die ganze Christenheit beruft und so weiter. Rechtfertigungsglaube ist das Eingegliedertsein in die Gemeinschaft der Christen und Christinnen und nichts anderes. Wir werden nicht erst gerechtfertigt und dann treten wir nach einer Periode längeren Überlegens dann auch noch der Kirche bei, sondern wir sind nur gerechtfertigt, indem wir schon in diese Gemeinschaft eingepflanzt werden. Der Protestantismus, der sich immer auf den religiösen Individualismus berufen hat, irrt an dieser Stelle, weil unsere Gewissheit eine kommunikativ vermittelt ist, auf die Gemeinschaft angewiesen ist, im Gespräch mit Gott und den anderen Christenmenschen nur existieren kann. Diese Gewissheit ist immer persönlich und ist immer individuell, weil sie die uns zugeeignete Gewissheit ist. Und sie hat immer nur einen Grund, nämlich Gottes schöpferische Gerechtigkeit in Jesus Christus. Darum stehen wir als Kirche vor der Herausforderung, Gemeinschaft zu sein in der Vielfalt unserer persönlichen Gewissheiten, in der Vielfalt unserer persönlichen Lebensformen, in der Vielfalt der Orientierungen unserer Persönlichkeiten, weil nichts, aber auch gar nichts ausschließen kann von der Gemeinschaft, die Christus schenkt. Die Offenbarung in Jesus Christus als die Offenbarung der väterlichen Liebe Gottes, die sich dem zuwendet, der sich durch diese Liebe nicht qualifizieren muss. Achte These. Die unterscheidenden Züge der reformatorischen Rechtfertigungslehre, das alleinige Bedingtsein in Gottes schöpferischer Gerechtigkeit, die Bedingungslosigkeit der Rechtfertigung auf Seiten des Menschen, die Zueignung der vollkommenen Gerechtigkeit Christi an die Glaubenden, der letztgültige Charakter des Rechtfertigungsurteils, das keiner Revision mehr unterliegt, und die für den Menschen konstituierte Heilsgewissheit können dann angemessen verstanden werden, wenn sie mit Luther in Gottes dreifaltiger Freigiebigkeit verankert werden.
Rechtfertigung ist allein im dreifachen Sich-Geben Gottes begründet. Luther formuliert das so, denn er hat uns eben dazu geschaffen, dass er uns erlösete und heiligte. Denn wir könnten nimmermehr dazu kommen, dass wir des Vaters Huld und Gnade erkennen könnten, wenn nicht durch den Herrn Jesus Christus, der ein Spiegel des väterlichen Herzens Gottes ist, außer dem wir nichts sehen als einen zornigen und schrecklichen Richter. Von Christus aber könnten wir nichts wissen, wo er nicht durch den Heiligen Geist offenbart wäre. Das Nichts auf Seiten des Menschen, durch das er sich rechtfertigen könnte, füllt Gott mit dem Reichtum seiner sich dreifaltig schenkenden Liebe. Wenn wir damit ernst nehmen, dann haben wir schon im Votum am Anfang des Gottesdienstes, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Gemeinde gesagt, ihr seid die Gemeinschaft derer, die aus der schöpferischen, erlösenden und motivierenden Gerechtigkeit Gottes lebt. Was mit dem dreifaltigen Votum benannt wird, ist nicht eine alte Lehre aus der alten Kirche, sondern ist die Lebensbedingung der christlichen Gemeinde. Da, wo der Mensch selbst nichts ist, wird er beschenkt durch die vollkommene Gegenwart Gottes in allem, was er ist und hat. Und darum ist alle menschliche Existenz als geschöpfliche Existenz, befreite Existenz und Existenz, die zur Heiligung, das heißt zur Gemeinschaft mit Gott, herausgefordert ist, der Gemeinschaft, die Gott uns schenkt. Was bedeutet das für uns? Fünfter Teil, das Ende des Götzendienstes. Neunte These, die Rechtfertigungsbotschaft ist nach reformatorischem Verständnis keine Sonderlehre, die nur innerhalb der reformatorischen Kirchen Gültigkeit besitzen soll. Sie ist noch nicht einmal eine Sicht des Menschseins, das auf Christen und Christinnen beschränkt wäre. Vielmehr wird im christlichen Glauben erschlossen, was für das Menschsein, ja für die Wirklichkeit als Ganze grundsätzlich gilt. Die Rechtfertigungsbotschaft zielt darum auf die Bewährung, auf die in der Erfahrung unserer Lebenswelt ab. Was Coram Deo im Verhältnis zu Gott wahr ist, strahlt aus auf das, was wir im Angesicht der Welt Coram Mundo sein können und wollen und betrifft letztlich sogar unser Selbstbild, was jeder von sich vor sich selbst Coram se ipsa, Coram se ipso ist. Wo die Rechtfertigungslehre im gesellschaftlichen Leben, in den Religionen und in den Wissenschaften auf Resonanzen stößt, können Christen und Christinnen diese nur dankbar aufnehmen und versuchen, ihre Tragfähigkeit zu erkunden und zu vertiefen. Dass dies immer in einem pluralistischen Kontext geschieht, ist eine Folge der Reformation, die die Wahrheitsgewissheit der einzelnen Menschen nicht dem Gesetz einer bloß äußerlichen Autorität unterstellt. Für die Anwendung der Rechtfertigungsbotschaft auf unsere Lebenswirklichkeit hat die reformatorische Theologie eine Reihe von Unterscheidungen an die Hand gegeben, die alle aus der grundlegenden Unterscheidung zwischen Gottes schöpferischer Kraft und seinem schöpferischen Werk und unserer geschöpflichen Kraft und unserem geschöpflichen Werken folgen und für die Abstimmung, die Feinabstimmung der Anwendung der Einsichten des Glaubens auf unsere Lebenswirklichkeit von Bedeutung sind. Dazu gehören die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, von Person und Werk, von Glauben und Werken, die Neudefinition der guten Werke und die Lehre von den zwei Reichen oder Regimenten. Es ist ein theologischer Gemeinplatz, dass Rechtfertigung, reformatorisch interpretiert, keine Sonderlehre der Gnadenlehre ist, sondern eben Sonne, Licht, das Ganze des christlichen Glaubens in der neuen Konfiguration der reformatorischen Theologie. Aber sie ist mehr als das. Sie beansprucht, die Logik des Verständnisses der Wirklichkeit zu geben. Und nicht nur eines Wirklichkeitsverständnisses, was die Christen nun mal als Stamm der Christen in ihrer Stammesreligion pflegen, sondern was angewendet werden soll auf die Wirklichkeit als Ganze. Für jeden Menschen gilt, du bist das von Gott gerechtfertigte Geschöpf. Für jedes Geschöpf gilt, für alles, was ist, du bist eine schöpferische Gabe Gottes.
Das bedeutet, dass wir als Christen, wenn wir aus der Rechtfertigungslehre versuchen, unseren christlichen Glauben zu leben und zu verstehen, erwarten müssen, dass es Resonanzen gibt mit den anderen Auffassungen über die Wirklichkeit, auch in den anderen Religionen, auch in den anderen Wissenschaften. Und dass wir diese Resonanzen nutzen müssen, um die Einsicht unseres christlichen Glaubens zu vertiefen und im Gespräch mit den anderen die Dimensionen zu entdecken, wo wir im Verfolg gemeinsamer Ziele konstruktiv zusammenarbeiten können. Und wenn von Seiten der Muslime und uns deutlich gemacht wird, Islam ist Barmherzigkeit, dann muss die Resonanz bei uns anfangen zu schwingen, dass Barmherzigkeit schließlich einer der Gottesnamen im Alten Testament ist. Dann muss deutlich werden, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und von großer Treue, Exodus 34, 6. Dann muss die Resonanz da sein, wir reden von demselben Gott, auch wenn wir unsere Gottesbeziehung in anderer Weise haben. Und dann müssen wir uns als Christen anregen lassen, diese Dimension der Barmherzigkeit neu auszubuchstabieren in der Sprache, die wir sprechen. Die Sprache der biblischen Überlieferung und die Sprache unserer theologischen Traditionen. Und wo in den Wissenschaften entdeckt wird, dass der Mensch eben nicht geprägt ist durch das selbstsüchtige Gen, das Selfish Gene, wie es Richard Dawkins meinte, sondern von Anfang an ein altruistisches Wesen ist, weil es nur überleben kann in der Beziehung zu anderen, dann müssen wir das dankbar aufnehmen als die Wiederentdeckung von etwas, was wir im christlichen Glauben eigentlich schon wissen können. Und müssen unsere Formulierungsversuche anbieten können, denen, die zu ähnlichen Einsichten, Einsichten, die mit unseren Einsichten in Resonanz sind, kommen. Und dabei ist das Entscheidende, dass wir dafür auch das in Anspruch nehmen, was die Reformation uns gelehrt hat. Reformatorische Theologie ist nichts anderes als eine Kunst der Unterscheidung. Diese Kunst der Unterscheidung geht uns immer wieder mal verloren. Und aus dem Grunde ist es so wie mit jeder Kunst, das weiß jeder von Ihnen, der ein Instrument spielt, man muss üben. Hier gilt die Frage, wie komme ich zu Berliner Philharmonie? Üben, üben, üben. Und das gilt genauso für die Kunst der Unterscheidung in der reformatorischen Theologie. Darum einige Beispiele. 10a. Die Rechtfertigungslehre stellt in Frage, dass der Mensch ein Mängelwesen ist, das seine Defizite durch Leistungen kompensieren muss, um Anerkennung vor Gott und den Menschen zu gewinnen. Nach der Einsicht der Rechtfertigungslehre ist der Mangel, ein nicht aus sich selbst sein können, viel zu fundamental, als dass er durch unsere Anstrengungen behoben werden könnte. Aus der Perspektive des Glaubens, der in Gottes schöpferischer Gerechtigkeit seine Zuflucht sucht, gilt darum nicht die Logik des Mangels, sondern die Logik der Fülle. So gilt von allen Menschen, ja sogar von allem Geschaffenen. Es hat allein durch seine Geschöpflichkeit eine unverlierbare Würde und Bedeutung, die Bedeutung einer guten Gabe Gottes. Diese Würde beinhaltet das Recht, von anderen anerkannt zu werden und fordert andere zur Anerkennung der Würde heraus. Von jedem Menschen gilt darum rechtfertigungstheologisch, jeder Mensch ist als gute Gabe Gottes ein begabtes Geschöpf und will als solches anerkannt werden. Hier bewährt sich die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Während das Gesetz die logische Form hat, wenn dann, wenn du das tust, dann wirst du, hat das Evangelium die logische Form, weil darum, weil ich dir gebe, weil ich dir sage, weil ich dir verspreche, darum kannst du. Das Gesetz bindet alles an die Vergangenheit. Wenn das und das in der Vergangenheit erfüllt ist, dann hast du eine Chance auf Gegenwart. Das Evangelium erschließt Zukunft, weil, was jetzt gilt, darum. Damit ist die Zukunft da als Raum bestimmter Möglichkeiten. Die Anerkennung vor Gott ist nicht konditional an die Werke des Menschen gebunden, sondern hat als einzige Bedingung die schöpferische Gerechtigkeit von Gottes Wesen, Willen und Werk.
weil jedem Menschen allein durch sein Geschöpfsein die unbedingte Anerkennung Gottes gilt, darum muss er sich Anerkennung nicht erst verdienen. In Bezug auf diese grundlegende Anerkennung, die unser Grundgesetz in dem Fundamentalsatz definiert, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt rechtfertigungstheologisch, dass sie jedem Menschen allein schon aufgrund seiner Existenz zuzugestehen ist. Menschsein ist deswegen in keiner seiner Gestalten rechtfertigungsbedürftig, weil es schon gerechtfertigt ist. Können wir das auch für unsere Selbsteinschätzung annehmen? Und hätte unsere Kirche, die sich gut reformatorisch als Geschöpf des Evangeliums versteht, nicht allen Grund, radikal inklusiv zu sein, die Anerkennung der Würde der Person an keine Bedingungen überhaupt zu knüpfen? Da würde sich bewähren, dass das Menschsein nicht definiert ist durch seine Fähigkeiten und Unfähigkeiten, durch seine Kapazitäten und Inkapazitäten, sondern dadurch, dass es von Gott geschenktes Menschsein ist. Die Logik des Mangels wird verkehrt in eine Logik der Fülle. Haben wir recht in den Wirtschaftswissenschaften, dass wir Wirtschaft definieren als Behebung von Mangelsituationen? Was würde sich ändern, wenn wir die Wirtschaft verstehen, das Wirtschaften des Menschen, das menschengerechte Wirtschaften, als den Umgang mit Fülle, aber mit falsch verteilter Fülle? Was würde sich ändern, wenn wir die Gerechtigkeit der Distribution, der Verteilung an der Fülle Gottes orientieren und nicht am Mangel, der zu bestehen scheint? Und was würde sich ändern, wenn wir Verteilung von Teilen, von Teilhaben und Teilgabe her definieren und damit verstehen auf dem Boden von Partizipation? Hier ist meines Erachtens unsere Kirche eine Vertiefung der Gerechtigkeitsdiskussion in unserer Gesellschaft schuldig, weil sie mehr von Gerechtigkeit weiß als das, was in der Gesellschaft normalerweise als Gerechtigkeit verstanden wird, muss sie darauf hinweisen, dass die erste Münze der Gerechtigkeit die bedingungslose Anerkennung ist. Und wer deswegen Sozialleistungen ausgibt mit einer Mindereinschätzung und nicht einer bedingungslosen Anerkennung, verstößt gegen diese Anerkennung, die jedem Menschen von Gott geschenkt ist. Wie konnte es passieren, dass Hartz-IV-Empfänger in unserer Gesellschaft zu einem Schimpfwort geworden ist? Wie konnten wir es als Christen zulassen, dass so Anerkennung verweigert wird und konditional gemacht wird in der Teilnahme am Gewerbesystem, am ersten Arbeitsmarkt? Und wie kann unsere Kirche sich als radikal inklusiv so verstehen, dass sie die Teilnahme an der Gemeinschaft der begnadeten Geschöpfe Gottes in der Kirche exemplarisch vorlebt? Die lutherische Kirche hat ein solches Bildungserlebnis erlebt auf der Vollversammlung 1977 in Dar es Salaam, wo sie die Verweigerung der Teilnahme am Gottesdienst und am Tisch des Herrn für Menschen mit schwarzer Hautfarbe erklärt hat, als ein neues Zerreißen des Leibes Jesu Christi. Das war eine Einsicht in den radikal inklusiven Charakter der Gnade Gottes. Die Frage an uns ist, wo begegnet uns dieses Problem heute in unserer Kirche? Wo stellen wir die Einheit des Leibes Christi in Frage, dadurch, dass wir ziemlich inklusiv, aber nicht ganz inklusiv sind? Unser Verhältnis zu Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen ist deswegen immer der Maßstab, der unsere Inklusivität neu erfassen lehrt. Und wenn wir die reformatorische Sündenlehre richtig verstanden haben, dann kann keiner von uns sich daraus ausnehmen. 10b. Die Rechtfertigungslehre lehrt zu unterscheiden zwischen der Person und den Werken. Sie bestreitet, dass gute Werke eine gute Person machen und behauptet, dass eine gute, durch Gottes schöpferische Gerechtigkeit guter geheißene Person gute Werke tut.
Damit ist der Grundsatz bestritten, dass der Mensch das ist, was er tut, und der alternative Grundsatz aufgestellt. Der Mensch ist, was ihm von Gott geschenkt wird. Wie würden sich unsere Beziehungen verändern, wenn wir sie von dem her verstehen, was uns geschenkt wird, und nicht von dem her, was wir selbst leisten müssen? Meines Erachtens ist notwendig an dieser Stelle auch eine Kritik, eine der üblichen apologetischen Strategien, mit der die Reformation verteidigt wird, indem man sagt, die Reformation, die Einsicht des einzelnen Gläubigen, der jetzt ein privater Richter aller Lehre ist, das ist eine Vorform der neuzeitlichen Autonomie. Diese Auffassung ist meines Erachtens einfach falsch. Weil Luther sie bestreiten würde, auf beide Bestandteile hin, der Autos, dem Selbst und dem Nomos. Was der Mensch ist, das ist er eben nicht aus sich selbst, sondern das ist er vom Anderen her, was Gott ihm gibt. Und was Gott ihm gibt, ist Gott sei Dank kein Gesetz, sondern ein Versprechen, das es ihm ermöglicht, die Gebote Gottes einzuhalten. Also statt Autonomie, das sind die falschen Freunde, müssten wir eigentlich sagen, also so etwas wie Allo Evangelia, das Versprechen vom Anderen her, das ist der Sinn der Reformation. Und wenn Autonomie, dann das kleine bisschen etwas, dass ich auch das anerkennen muss, selbst, was ich von Gottes Gnade bin. An dieser Stelle müssen wir es uns verweigern, an der falschen Stelle nach Plausibilität zu suchen, weil wir auf die Art und Weise uns eine Autonomie zum Partner machen, die Teil des Problems ist. Es ist das autonome Subjekt, das sich selbst bestimmt in allem seinem Wollen, dass das total rechtfertigungsbedürftige Subjekt ist. Autonomie ist die Voraussetzung des totalen Rechtfertigungsdruckes. Und wir werden den Rechtfertigungsdruck nur entspannen können, wenn wir deutlich machen, nein, eure Person ist in ihrer Würde als von Gott geschenkte Würde von anderen anzuerkennen, von anderen und nicht das Gesetz eurer Selbstgesetzgebung. C. Aus der Perspektive des Rechtfertigungsglaubens dienen gute Werke nicht dem Erwerb von Verdienst und Anerkennung vor Gott, die ist uns ja um Christi willen schon zugesagt, sondern bewähren ihre Güte darin, dass sie dem Nächsten nützen. Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Nutz. Welche diakonische Qualität könnte unser Handeln als Einzelne, als Gemeinschaften, als Kirche, als Gesellschaft gewinnen, wenn es allein durch die Not der Nächsten motiviert wäre? Was wäre, wenn Luther recht hätte, dass der Glaube, der über sich zu Gott fährt, aus Gott wieder unter sich durch die Liebe fährt und so in Gott bleibt? Denn Gott kann überhaupt immer nur nach unten schauen, wie Luther in der Magnificat-Auslegung deutlich gemacht hat, denn über ihm ist ja nichts. Aus dem Grunde kann er sich dem notleidenden Menschen, uns, bedingungslos zuwenden. Die Fangfrage meines Lehrers Karl-Heinz Ratschow war: Hat die Diakonisse recht, es war ein anderes Zeitalter, wenn sie sagt, all diese Werke der Barmherzigkeit habe ich getan um Christi willen? Ist das die Motivation des christlichen Handelns? Fangfrage. Denn einerseits hat sie recht, um Christi willen, insofern uns Christus gelehrt hat, die Not des Nächsten als die ultimative Motivation des christlichen Handelns zu sehen. Mehr an Rechtfertigung ist nicht notwendig. Und das ist die Lehre Christi. In anderer Hinsicht hat sie völlig Unrecht, weil es diese Not ist, die uns Christus sehen lässt. Und dann reicht sie auch. Dann braucht sie keine religiöse Motivation mehr. Dann ist es das Elend des Nächsten, das uns anspricht. Weil wir wissen, dass wir in unserem Elend von Gott angesprochen worden, befreit und anerkannt sind und in die Ehre seiner Gesprächspartner eingewiesen sind. D.E. nun gibt die Zwei-Reiche-Lehre dafür einen, für diese Praxis einen guten Leitfaden an die Hand, in dem dem weltlichen Regiment bestritten wird, dass es ewige Güter vermitteln kann und seine Wirksamkeit darauf beschränkt wird, dass es äußere Sicherheit, inneren Frieden und die Versorgung der Grundbedürfnisse seiner Untertanen sicherstellen soll. Hier hat dann das Gesetz einen ganz legitimen Anwendungsbereich, weil es die durch das Evangelium begründete Personenwürde schützt und als unbedingt zu respektierende voraussetzt. Hier sind zwei Einsichten formuliert. Für Luther ist einerseits
das weltliche Regiment, ein Regiment, das niemals Heil vermitteln kann. Und das ist die endgültige Entmythologisierung des Staates. Was uns ansteht, ist eine ebenso endgültige Entmythologisierung der Wirtschaft und damit der Abschied vom Marktparadigma auch in unserer Kirche. Das, was dadurch aber ermöglicht wird, ist zu sagen, ja, dann können wir auch das gute Gesetz einsehen, das besteht. Denn die Gerechtigkeit Gottes als schöpferische Gerechtigkeit, die teilen nicht wir aus. Um Himmels Willen, es muss einen Bereich des Gesetzes geben, wo das Gesetz als Gesetz gilt. Beim Examen will keine von unseren Studierenden ihre Note im Examen haben, aufgrund unserer schöpferischen Gerechtigkeit als Prüfer und Prüferin. Das wäre das Schlimmste, was wir ihnen antun können. Sondern wir müssen diese rein weltliche Leistung als Leistung bewerten und dabei immer klar machen, die Personenwürde, die setzen wir voraus und die bewerten wir an dieser Stelle nicht. E. Die Götzen unserer Zeit, der Markt, die Popularität der neuen Promikultur, die mediale Aufmerksamkeit üben ihre Herrschaft aus, indem sie uns letztgültige Anerkennung versprechen, derer wir gar nicht bedürfen, weil wir von Gott schon letztgültig anerkannt sind. Wäre es nicht eine entspannende Wirkung des Glaubens an den wahren Gott, wenn wir das Ende des Götzendienstes erkennen, uns gelegentlich aus ihm einfach ausklinken und die Inszenierung des Götzendienstes mit einem herzhaften Lachen quittieren könnten? Wäre das nicht der beste Erweis des zuversichtlichen Glaubens, dass der Himmel nicht leer ist, sondern der Ort ist, von dem sich ein Gott, der nach Luther ein Backofen voller glühender Liebe ist, sich zu uns rechtfertigend in Beziehung setzt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.